Ja, moin, Blender-Freunde. Ja, willkommen zu unserem Tutorial der Winterszene. Im letzten Part waren wir mit dem Berg fertig und in diesem Part wollen wir langsam mal unseren Insel mit einer Holzrampe oder besser gesagt einen Holzsteg anbauen. So, da bereiten wir mal alles vor. Wir ziehen das mal hier zur Seite, blenden unser Haus hier ein. Und unseren See und unsere Insel. So, hier ist unsere Insel. Perfekt. Alles klar. So, damit wir unsere Insel jetzt einen schönen Gehweg wollen wir jetzt hier machen. Einen Steinweg Richtung Wasser und mit dem Holzsteg dazu. Ja. So, dann gehen wir einmal auf unsere Insel und gehen auf Sculpt. Wir wollen eine Vertiefung. Ja. In unseren Insel reinsetzen, da wo der Gehweg verläuft. So, dann gehen wir auf einmal auf Sculpt, klicken einmal hier auf unseren Seitenleiste mit T und dann Clay Strip. So, jetzt Steuerung-Taste gedrückt und dann ziehen wir mal etwas Vertiefung rein hier. So ganz leicht. So ganz leichte Vertiefung. Ja, das reicht ja schon. Okay. So, gehen auch wieder auf Object Mode. So, jetzt wollen wir in dieser Vertiefung, in Edit Modus, das ist diese Fläche hier. Jetzt sehen wir hier, wir haben ein Subdivide ja hier drauf. Das ist etwas zu wenig. Wir müssen das nochmal aufteilen. A, alles selektieren. Subdivide. Ja, das müsste reichen. Genau. So, wenn wir uns diese Vertiefung mal anschauen. In diesen Richtungen wollen wir jetzt eine Fläche selektieren, da wo unser Gehweg ist, weil wir da eine Textur ablegen wollen. Jetzt klicken wir einmal eine Fläche an. So, zieh mal so runter. Ungefähr so. Eigentlich vielleicht hier. So. Die lassen wir weg. So. So, perfekt. Okay. Die Fläche nehme ich noch mit. Gut. So, diese Fläche hier, das wird unser Gehweg sein. Gut. Jetzt Edit Mode wieder raus. Unsere Insel haben wir angeklickt. Wir klicken einfach mal auf New Material. Geben unserer Insel erstmal eine Hauptmaterial. So, das ist unser eine. Oh. So, den belassen wir jetzt so, das bleibt weiß. So, und jetzt klicken wir einmal auf Material hier, und klicken einmal auf Plus, einen neuen. Da klicken wir auf New und hier tippen wir Stoneway, also einen Steinweg. So, Edit-Modus, das was wir hier gerade selektiert haben, den weisen wir jetzt den Stoneway zu auf diese Fläche. Da klicken wir einfach auf Stoneway, auf diese Material. Und sagen einmal seinem. So, und wenn wir jetzt unseren Stoneway eine Farbe hier ändern würden, dann seht ihr, was passiert. Okay, erst müssen wir auf Shade View gehen. So, seht ihr, das ist unser Steinweg. Ja, so einmal braun, fertig. Jetzt wollen wir aber natürlich, wenn wir uns das mal anschauen, es ist ja ziemlich gerade, gehen auf Edit Modus. Das, was gerade selektiert ist, wollen wir jetzt mit E extrudieren, eine leichte Vertiefung setzen, so ungefähr. So ganz leicht. Super. So, die Vertiefung haben wir und nochmal skalieren. So.
und vielleicht etwas in diese Richtung ziehen. So ungefähr. So, eine ganz leichte Vertiefung. Super, perfekt. Okay, jetzt gehen wir hier einfach mal aber drauf. Den wählen wir aus und wählen jetzt eine Textur aus, die ich schon mir rausgesucht habe von Putty Heaven. Den Videolink zu dieser Textur werde ich in die Videobeschreibung reinsetzen. So. So, perfekt. Jetzt haben wir schon mal die Textur drauf. Und wenn wir uns mal anschauen, die Textur ist ziemlich groß. Die wollen wir jetzt mal skalieren. Sagen wir mal 10. Ja, okay. Machen wir mal 15. Okay. Und dann finde ich, die Textur verläuft irgendwie so quer mit den Steinen. Dann gehen wir hier auf Z, klicken wir auf 90 Grad. Genau, das sieht schon mal besser aus. Ja, okay. Super. So, jetzt haben wir unseren Gehweg. Unsere ganze Insel ist ja in Weiß. Wir können schon mal unseren See hier auch ein Material geben. Sagen wir, ja, Ocean. So, Farbe schwarz. Also keine Farbe. Runtersetzen und gehen auf Rawness 0,03. So, damit wir alles besser unterscheiden können. Okay, wenn wir das gemacht haben. So, das sieht soweit gut aus. Okay, jetzt gehen wir auf Cycles. Schauen uns das mal nochmal an. So, die eckigen Flecken hier, das ist überhaupt nicht schlimm, werden wir sowieso nachher mit unseren Assets, Naturassets, alles bedecken. Dann sieht man das ja nicht. Weil ich könnte das noch mehr subdividen, aber dann wird das Projekt ziemlich groß werden und wir wollen ja noch animieren. Und wenn ihr meint, dass ihr eure Rechenleistung das schafft, könnt ihr natürlich noch mehr subdividen und dann diese Fläche hier noch gerade versetzen. Ja? Okay. So, das haben wir soweit fertig. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Gehen wieder auf Base View. Klicken mit der rechten Maustaste und der Shift-Taste den 3D-Cursor hier hin. Super. So, jetzt haben wir das Haus. Wir sind auch in der Kollektion Land. Jetzt machen wir hier, drücken auf Landschaft. So, und sagen New Collection und sagen hier Holzsteg. So. So, und jetzt in diesem Holzsteg wollen wir jetzt unser Holzsteg jetzt aufbauen. So, da gehen wir einfach auf Shift A, sagen einmal einen Cube setzen. So, Edit Modus, SZ, skalieren das mal. So, in der X-Richtung, dass wir so eine Art Brett haben. Oh, das passt eigentlich schon, vielleicht ein bisschen ein Stück höher. Okay. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Okay, jetzt wollen wir hier, werden wir jetzt welche duplizieren. So. Ja, das müsste eigentlich schon, machen wir noch zwei Stück, das müsste dann reichen. Okay, so jetzt haben wir hier einige Stege vorbereitet. So, die klicken wir jetzt nochmal nacheinander an, alle selektieren. So, gehen ein bisschen näher ran. So, die sind ja schön gerade, die Bretter, aber ich möchte die alle unterschiedlich bewegt haben. Also der eine sollte ein bisschen höher, der eine vielleicht ein bisschen gedreht. Da gibt es eine kleine Option hier unter Object, Transform und dann gehen wir hier runter, Randomize Transform. Darauf klicken wir an
So, hier haben wir jetzt einen Tab geöffnet. Gehen hier rüber. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, alle Objekte, die wir jetzt hier selektiert haben, unterschiedlich zu skalieren und zu rotieren. Oder auch sogar in andere Richtungen. So, das heißt, jetzt wählen wir mal mit Shift-Taste gedrückt, ganz vorsichtig. Seht ihr, was passiert? So, ein bisschen hier. So, und den anderen ein bisschen hoch. Ja, so. Und den vielleicht ein bisschen rotieren auf der X-Achse. So, 2 Grad so ungefähr. Und die Skalierung. So, jetzt haben wir schön eine unebene, natürliche Holzsteg erstellt. Perfekt, super. Okay, Shift A, Cube, noch eins. So, und den schieben wir hier rüber. Edit, skalieren. So. Ja, okay. Jetzt haben wir das genau in der Mitte, unseren Würfel in Edit-Modus. So, jetzt Edit-Modus wieder raus, gehen auf unseren Modifier und setzen jetzt ein Mirror ein. So, und auf der X-Richtung. Sagen X wieder, gehen auf Move Select. Aha, ich sehe gerade, wir sind mit der Achse gerade falsch. X ist in dieser Richtung. Und das ist Y. Also brauchen wir die Y-Achse und nicht die X. So, und jetzt in Edit-Modus schieben wir das mal hier rüber. Und ihr seht, dass wir denselben Würfel jetzt auf diese Seite haben. Ja? So, ihr müsst darauf achten, wie die Achse gerade gelegt ist. Dementsprechend schaltet ihr den Mirror-Effekt dann so ein. Okay, ziehen wir das mal ein bisschen rüber. So, nach vorne ziehen. So. Ich gehe mal mit Komma ein bisschen näher ran. Ja. Ja, ein bisschen weniger. So. Hier rüber. Und weiter hoch. Gut. Aber ich glaube eventuell sogar machen wir mal an den Seiten raus. Okay. So. Jetzt skalieren wir das auf der Z-Achse. So. Und das sieht schon mal gut aus. Okay. Shift A, Shift D meine ich. So. Schiebe das ein bisschen weiter rein. Shift. So, den etwas tiefer von mir aus. So. Und Shift. Und noch einen. Den wieder ein bisschen größer. Perfekt. So. Alles klar. Jetzt haben wir unseren Holzbalken an den Seiten. Jetzt nehmen wir eine von diesen Balken hier, der hier vorne ist. Shift D. Duplizieren das und schieben das mal nach unten. So. Den skalieren wir jetzt auf der Z-Achse. So. Und ziehen das mal so rein. So. So ungefähr. So als Stütze sozusagen. Genau. Und das hier brauchen wir natürlich hier an den Längsseiten auch. Aber dazu benutzen wir jetzt wieder einen von diesen Balken. Selektieren eine Fläche mit L. Selektieren wir den ganzen Balken. Shift D, duplizieren den. Rotieren das dann auf der Y-Achse. So. So, ziehen das ein bisschen weiter runter. So ungefähr. Und weiter hoch. So, schauen wir uns das mal an. Gehen ein bisschen weiter rein. So, okay. Das sieht schon mal gut aus. Wählen diese Fläche hier aus und ziehen das mal rein. So, durchgehend. Und so. Perfekt. So, jetzt haben wir unseren Holzsteg halbwegs fertig. Da ist noch eine Menge Arbeit noch dabei. Wir werden noch vielleicht noch so ein
So ein Gelände, Holzgeländer noch draufsetzen. Das machen wir jetzt auch. Wir wählen diese Fläche hier aus. Shift D, duplizieren das wieder. Nur diese Fläche, nehmen das weg. Rotieren das auf der Y-Achse wieder. So. Ziehen das hoch. So. Skalieren das etwas, so in der Richtung. Gehen das mal ein bisschen rüber. So. E, extrudieren das. Perfekt. Mit L selektieren wir die. So, ziehen das mal rüber. So ungefähr. Ah, ja gut, da müssen wir jetzt doch etwas drehen. So. So ungefähr. Perfekt. Sieht doch hübsch aus. Genau. Shift D, duplizieren das. Und ziehen das mal jetzt hier rüber. Rotieren das wieder auf der Z-Achse. Und ziehen das mal in der Länge. So ungefähr. Schauen wir uns das mal an. So, bisschen tiefer. Skalieren das ein bisschen mehr. So, Shift D, duplizieren das, ziehen das mal hier rüber und den nochmal tiefer. Oder ja, machen wir tiefer und den ziehen wir wieder weiter hoch. L, duplizieren das, wir machen hier zwei Stück. So. Genau, perfekt. So, unser Holzschick ist auch soweit fertig. Ist nichts Besonderes. Ihr könnt es natürlich verfeinern. So, wenn wir aber jetzt das mal anschauen, mit unserem Gehweg hier, ja, passt das nicht so richtig, ja, von der Richtung. Ist überhaupt kein Problem. Wir gehen auf Holzschick, auf die Kollektion, rechte Maustaste, Select Objects. Jetzt ist das alles selektiert. R, Z. So. Ungefähr. Ja, perfekt. Super. So, unser Holzsteg ist jetzt auch fertig. Und dem wollen wir natürlich jetzt auch eine Textur ablegen. Und ich würde sagen, ihr könnt natürlich jetzt selber eure eigene Textur auflegen. Aber ich finde, ich habe jetzt alles hier jetzt gewählt und sage einfach Shift und wähle einfach hier unseren Holzmaterial für unser Haus hier, Wood, und dann Steuerung L, Material. So, perfekt. Jetzt habe ich den Material sozusagen von unserem Haus auf unseren Holzsteg. Ja? Okay, den schauen wir nochmal an. Das sieht ja richtig toll aus. Okay, super. Dann sind wir es auch erstmal durch. So, wir könnten jetzt noch ein bisschen die Holzbretter verkleinern, vergrößern noch, ne? Damit das so oder gut, ich würde jetzt sagen Shift D, machen wir noch ein. So, und dann den machen wir noch ein bisschen schmäler. So. Vielleicht hängt er noch ein bisschen rüber, keine Ahnung. Also ihr müsst da eure Fantasie selber ein bisschen schräg setzen. So, freien Lauf geben, okay. So, der fällt fast ab, ja. Ich bin einer, der gerne ein bisschen alles durcheinander bringt. Also wenn man sich mal solche Holzstücke mal anguckt, im Wald oder so, die sind niemals gerade und einige sind abgebrochen. Vielleicht zum Beispiel fehlt der eine hier jetzt. Den werden wir mal hier ein bisschen mehr skalieren. So. Genau, jetzt haben wir so ein Loch sogar drin. Sieht auch nicht schlecht aus. Ne? Machen wir es mal so. So, okay. Bevor wir jetzt weitermachen,
Wenn wir uns jetzt unseren Holzscheck mal ansehen und die Textur. So, jetzt haben wir hier, wie ihr seht, die sind ja alles Duplikate und die UV-Maps sind natürlich auch gleich. Seht ihr das? So. Und wir müssen also, da müssen wir natürlich was tun und ihr dürft nicht vergessen, dieser Holzgeländer ist ein Mirror-Effekt. Ja, das ist ein Mirror-Effekt, wie ihr jetzt seht. So, jetzt gehen wir auf Edit, L, selektieren den einen hier. So, und dann jetzt gehen wir auf UV-Editor, hier. So, selektieren das hier. Ja, und bewegen die mal. Bisschen in eine andere Richtung, so ganz leicht. So, den hier auch, L, A, hier rein und den vielleicht in diese Richtung. Okay, so jetzt haben wir diese Flächen hier und da ist jetzt zum Beispiel wieder weg, der ist weiter unten, dann den können wir so lassen, dann gehen wir jetzt an dem hier ran, so und den vielleicht nach oben oder vielleicht in der Zecke ein bisschen skalieren, so damit wir ein bisschen unterschiedliche Texturen haben. Ja, okay, bei den Holzstegen würde ich das auch so machen, dann würde ich das mal wähle mal diese paar aus. So, paar. So, jetzt haben wir paar jetzt ausgewählt. Gehen auf Edit. Ja. So, die sind, liegen alle übereinander. Das ist dieser UV-Map, den ihr seht, das sind eigentlich alle Bretter. Ja. Jetzt gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Wir gehen auf 7. Also Top-Ansicht. UV. Ja. Project from View. So, jetzt hat er ein UV-Map erstellt von der Ansicht, die wir jetzt hier haben. Gehen auf A, vergrößern das und rotieren das mal in dieser Richtung, wie die Maserung ist vom Holz. So. Gut. Perfekt, das sieht ja schon mal soweit gut aus. Alles klar. So. Jetzt gehen wir weiter und wollen mal unseren kleinen Boot modellieren. So, unseren Holzsteg-Ordner klappen wir mal kurz ein. Wir gehen auf Landschaft, New Kollektion, einen neuen Ordner. Wir nennen den Boot. So, und jetzt wollen wir mit dem 3D-Cursor ungefähr hier, genau so, ja ungefähr, machen wir hier, da soll unser Boot hin. Shift-A. Da setzen wir uns gleich einen Cube rein, ziehen das mal ein bisschen hoch, genau, und jetzt mit Backslash, ja, isolieren wir mal das ganze Umfeld, dass wir nur unseren Würfel hier haben, ja, okay, so, und den wollen wir jetzt in ein Boot verwandeln, so, gehen wir auf Edit, bisschen verkleinern und dann auf Z-Richtung, genau, einmal R in der Mitte und dann, ja, machen wir mal, ja, 4 Loops rein. So, perfekt. So, Edge Loop, diese beiden hier, ja. So, und den skalieren wir in der X-Richtung. So, und dann nochmal in der Y-Richtung, ganz leicht. Mal ein bisschen weiter raus. Und ein bisschen weiter wieder rein. So, okay. So, als nächstes nehmen wir diese beiden Vertices hier. Ja. Und ziehen das mal weiter hoch. So ungefähr. Nehmen wir die beiden. Und ziehen das mal ein bisschen weiter raus. Ja, den wieder ein bisschen höher setzen, so ungefähr. Nehmen wir diese hier und den vielleicht ein bisschen hoch, so ganz leicht. Okay, gut, jetzt haben wir auf einer Seite etwas länger herausstehen. Gut, ich habe jetzt kein Referenzbild für ein Bild, das soll aber nichts Großartiges sein. Das soll kein Tutorial jetzt für ein Boot sein, das soll einfach ein kleines Bötchen sein zum Fischen. So, hängen wir ein bisschen weiter raus hier.
Okay. Nehmen wir die beiden, das ist so einigermaßen gerade. So, okay. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Wählen mal diese Fläche hier komplett aus. I. Und exodieren das mal ein bisschen rein. So. E. Exodieren das dort hinein. Schauen wir das mal. Nicht, dass wir zu tief sind. Okay. Einmal auf 1. Dann gehen wir auf Wireframe und schauen mal, wie weit wir nach unten gehen können. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich. Achso, Vertex. Einmal auf Vertex. Ja. Und ziehen das mal weiter runter. So ungefähr. Ja, das müsste reichen. So. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. So, jetzt haben wir hier unseren Bötchlein. Den ziehen wir ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter hoch. So. Okay. Jetzt wollen wir hier nochmal einen ganz leichten Subdivide draufsetzen. Ja. Shade Smooth. Genau, das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Klicken einmal hier auf diesen Zeichen hier, damit wir die Flächen noch sehen können, erkennen können. Genau. Jetzt wollen wir hier, damit diese Kante hier scharfkantig wird, noch einen Loop setzen, hier am Rand. Und ziehen das mal ein bisschen weiter rein. So ungefähr. Super. Okay. So, ganz einfaches Boot, nichts Besonderes, ne? So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran hier und wollen mal. Hier, hier und hier. Genau. Wählen mal hier diese Fläche aus. Diese Fläche und diese Fläche. So. Shift-D, duplizieren diese Flächen, ziehen das mal hoch. Perfekt. Okay. So. Und die skalieren wir jetzt nochmal auf der X-Richtung, Y-Richtung meine ich. So. Und E extrudieren das runter. So. Damit wir uns da raufsetzen können. Okay. So. Ganz einfaches Boot. Backslash wieder draufdrücken und die Isolation raus. Und ziehen das mal ein Boot mal hier rein. So. Perfekt. Okay, ist ein bisschen zu groß. Gut, skalieren wir etwas. So ungefähr. Und jetzt können wir den nochmal verlängern. So. Da müssen wir aufpassen, nicht zu tief. Nicht, dass das Wasser noch rausguckt. Okay, das sieht aber schon mal gut aus. Okay, perfekt. So, damit wir natürlich jetzt unserem Boot, der nicht wegschwimmt, wäre nicht schlecht, wenn wir hier so ein, ja, so ein kleines Holz, so eine Holzstange nochmal raufsetzen und hier angebunden haben. Ja, wir binden hier mal ein Tau fest. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber erstmal Material hier rauf, dann nehme ich dasselbe wie beim Holzsteg. Unser Boot haben wir selektiert, Shift-Taste gedrückt und jetzt unseren Holzsteg. Steuerung L, Material. So, gut. Jetzt müssen wir natürlich die Textur auf diesem Boot vernünftig platzieren. Dann gehen wir mal auf Edit. Ja, okay. Dann nehmen wir mal diese Fläche, Alt-Taste gedrückt und diese Fläche. Ja, gut. Okay. Jetzt haben wir hier so eine Art Rundung, ja, ihr seht das ja. Damit wir hier jetzt die Flächen so schön gerade reinbekommen, wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt hier nochmal einen Mark Seam, einen Schnitt setzen. Das würde ich jetzt mal machen. Wir gehen mal hier auf
Alt-Taste gedrückt halten und die komplette Linie in der Mitte einmal markieren. So, jetzt haben wir die selektiert, die in der Mitte. Steuerung E, Mark 7. Und jetzt wählen wir nochmal die Seitenflächen aus. So, UV und Cube. So, jetzt haben wir hier, jetzt schauen wir das mal an. Wählen jetzt mal eine dieser Fläche hier aus und drücken mal L. So, jetzt haben wir hier diese Fläche hier. So, aber ich will nur diese hier. Okay, wir machen das anders. Cube. Aha. So. Gut, jetzt drehen wir das auf 90 Grad. Jawohl, perfekt. So, und dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. Wir klicken auf eine dieser Fläche auf der anderen Seite, drücken auf L. So. Und die in der Mitte deselektieren. UV. Cube Projection. A, alles selektieren. 90 Grad. Und den schieben wir mal ein bisschen auf der anderen Seite. Jo, sieht gut aus. Okay. So, wählen nochmal diese inneren Flächen aus. Hier nochmal. So, das ist diese Fläche, ziemlich zusammengestretcht. Den ziehen wir mal hier rüber und skalieren den erstmal. So. Oder noch mehr. So ungefähr. Alles klar. So, wie gesagt, es ist nichts Großartiges, ja. Gut, jetzt haben wir unser Boot fertig. Den möchte ich aber, glaube ich, drehen. Die Spitze, die hier rausragt, die möchte ich in diese Richtung haben. Dann drehen wir den einfach mal. So. Und bringen den ein bisschen weiter raus. So ungefähr. Ja. Ja, perfekt. So, jetzt haben wir unser Boot fertig. Und der wird jetzt... drehen wir noch ein bisschen weiter rüber. So, und der wird jetzt an diesen Holzbalken hier festgebunden. Ja? So, wir klicken mal einfach hier in der Mitte. Ups. So, wir klicken hier auf Vertex. So, wählen einfach diese Vertex mal aus. Shift S, Cursor to Selected. So, jetzt ist unser Cursor, ne? So, unser Cursor ist jetzt genau hier. Wir sagen einmal Shift A, Cube, skalieren, skalieren. So, ziehen das mal hier rüber, so ungefähr. Genau. Einmal Face Select, nehmen die Oberfläche und ziehen das mal nach oben. So. Mit L selektieren wir das, ziehen das einfach rein. Mal ein bisschen hier rüber biegen. So. So, ein Loop hier rüber. So ungefähr. So. Genau, perfekt. Das reicht schon. Okay, jetzt haben wir hier unseren kleinen Holzstange, der hier rausragt und wird jetzt mit einem Tau hier festgebunden. Und jetzt kommt's. Wir erstellen jetzt einen Tau, so einen richtig geflochtenen Tau. Ja? So, um da jetzt alles in Ordnung zu bringen, wollen wir dafür auch einen extra Ordner erstellen. New Collection. Tau oder Seil, je nachdem. Ne? Und diese Kollektion schieben wir aber in den Boot hinein. So, das ist hier drinne. Gut.
Also, wie machen wir das? Wir erstellen erstmal einen Circle. So, der Circle ist jetzt hier. Ja, so. Jetzt gehen wir auf Backslash, isolieren das. So, jetzt haben wir hier auf Edit-Modus unseren Circle. Wir gehen hier auf Vertex. Ihr seht, wie viele das sind. Das ist eigentlich zu viel. Ja, viel zu viel. So, wir gehen und löschen das wieder. Nochmal Shift, Circle. Jetzt haben wir hier 32 Vertices. Ja, wir gehen mal auf 8. Ja, 8 Stück. Machen wir mal 6. Ja, 6 Stück reicht. 6 Stück. Das müsste eigentlich reichen. So, okay, nochmal Backslash. So, jetzt haben wir unser einen Circle hier. Jetzt gehen wir auf Edit. Wir sind jetzt im Edit-Modus. Gehen auf Top-Ansicht. Wir müssen jetzt dran denken, dass der Origin in der Mitte bleibt und ziehen das mal hier rüber. So mittig. So. Und jetzt Shift B, duplizieren das und schieben das mal in die Entgegensetzrichtung, nochmal hier, dass wir zwei Stück haben. So, jetzt haben wir hier zwei Stück. So, das ist jetzt ein Objekt mit zwei Circles. Jetzt gehen wir hier rauf, gehen auf Screw Modifier, Screw. Klicken das hier drauf. Okay, schauen wir uns das mal an. Jetzt haben wir hier eine Gradzahl, eine Schraubmeter. Ja, und eine ja, Iteration. Ja. Wenn wir jetzt hier raufklicken und jetzt hier meterweise rausgucken, passiert hier was Folgendes. Es wird aus diesen zwei Circles eine Interpolation gemacht, vermehrt sich also, verdoppelt sich und zieht sozusagen eine 360-Grad-Winkel nach oben hinein. Dann sieht das so aus wie eine Schraube oder, ne? Aber wir wollen aber einen Tau herstellen. So, und jetzt können wir den natürlich skalieren. So. Und in den noch mehr in die Länge ziehen. So. So. Okay, jetzt sehen wir, dass die Abstände zu groß sind. Hierüber. Ja, die Abstände sind ziemlich groß. Wir können natürlich jetzt mit A alles selektieren. Und einfach hier wieder vergrößern, das bringt aber auch nichts. Ja? So, jetzt gibt es auch eine andere Möglichkeit. Wir rotieren das mal. So. Ja, RY 90 Grad. So, jetzt haben wir das auf 90 Grad rotiert, damit die Abstände hier runterkommen. Jetzt haben wir hier. Gehen wir ein bisschen tiefer. So. Genau. So, jetzt haben wir hier nochmal die Länge, die wir noch ein bisschen weiter rausziehen können, aber brauchen wir nicht, so ungefähr. Ja, 4 Meter reicht. Und dann haben wir jetzt dadurch ein Tau erzeugt, sozusagen, durch diese zwei Vertices. Jetzt gehen wir hier wieder auf Backslash wieder raus. So, es ist ziemlich groß, ihr seht das schon. Edit-Modus wieder raus und skalieren das mal. So. So. Gut. Wie wollen wir das jetzt hier schön verformen? So, wie machen wir das am besten? Dazu werden wir jetzt sozusagen einen Deformation-Add-on, ein Curve Add-on nutzen und entlang unseres Curves werden wir unseren Seil deformieren. Ja, um mehr jetzt, ja, wir blätten mal kurz unserem Haus hier mal weg und unserem Berg, Land und Ozean. So, jetzt haben wir auch mehr Sicht hier. Okay, gut. Wir gehen jetzt mal mit Shift S, Cursor to Selected. Platzieren erstmal unser 3D-Cursor genau hier hin. So.
Shift A, ja, und dann auf Curve, Bezier Curve. So, jetzt haben wir uns einen Bezier Curve erstellt und jetzt wollen wir unseren Seil entlang unseren Bezier Curves deformieren. Ja, dazu gehen wir, klicken wir unseren Seil mal an, gehen auf Add Modifier, holen uns noch ein Curve Modifier. So, da ist der Curve. Jetzt haben wir hier Curve Object. Er fragt nach einem Curve Object. So, und jetzt haben wir hier eine Pipette. Mit der Pipette wählen wir uns jetzt die Bezier Curve aus. So, jetzt automatisch ist unser Objekt am Ende unseres Bezier Curves angelangt. Besser gesagt, den Anfang. So, der springt sofort dorthin. So, und nachdem wir das gemacht haben, wollen wir, dass unser Tau entlang der Z-Achse sich deformiert. Ja, das ist ja die Z-Achse von unserem Tau, die nach oben geht. Und dem wollen wir so entlang unseren Holzmaß nähern. Dann müssen wir hier auf Deformation Achs auf Z gehen. So, und so platziert er automatisch, ja, dementsprechend der Bezier Curve entlang. Ja, okay. Jetzt wählen wir uns unseren Bezier Curve mal aus. Ja. So, und ihr seht, was passiert, wenn wir das hochziehen. Der geht einfach den entlang. So, um das jetzt zu vereinfachen, gehen wir jetzt auf Edit. Ja. Fangen jetzt an, unseren Bezier Curve so zu deformieren, skalieren, dass es von dem Holzmast hier entlang zu diesen Bootholzpfosten, also angebunden ist. Ja, gut. Gehen wir erstmal auf 7, auf Top-Ansicht. Geh und ziehen mal den hier rüber. Da ist unser Holzmast. Oder so. Genau. Und das ist das Ende. Und den bringen wir mal hier rüber. So ungefähr. Gut. Und jetzt rotieren wir einmal so gerade, dass es so runterhängt. Gut. So, dann schauen wir uns das mal an. Okay. Jetzt nehmen wir diesen Ende hier wieder. Mit G, Z bringen wir mal nach oben. So, das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Jetzt hat er so eine Wölbung, aber ist auch in Ordnung. Wir müssen mal dran denken, hier ist ein Holzbrett und das Tau hängt da drüber. Ja? Okay. Gehen wir ein bisschen weiter höher. So. Ja. Ich überlege gerade, wir könnten nochmal vielleicht noch ein Extrudieren. Hier. So, jetzt haben wir ein Vertex extrudiert von Bezier Curve. So, und den will ich mal um diesen Pfosten umzuwickeln. Ja. Z rotieren unseren Bezier Curve einmal und skalieren den. Ja, so, genau. Gut, dann ziehen wir den ein bisschen wieder zurück. So ungefähr. Rotieren den ein bisschen nach unten. GZ, schieben das mal ein bisschen runter. Okay, so und den vielleicht ein bisschen näher am Holzpfosten ran. So. Wenn ihr seht, dass hier sowas passiert, ja, so, entweder könnt ihr gleich den letzten dementsprechend jetzt ein bisschen rotieren und skalieren, ja, müsst euch selber so ein bisschen antasten, ja, okay. Gut, ich extrudiere noch eins. Und zieht das mal einfach um zu. Ja? So. RZ. Und skalieren. So. Und pack den mal rüber. So ungefähr. Ja. Gut. Jetzt kann der wieder zurück. Und rotieren das mal auf der Z-Achse. So, ja, bringen den ein bisschen näher am Pfosten, so,
Und den schieben wir mal ein bisschen nach oben. Ja, das sieht ja gut aus. Okay. So, Edit-Modus wieder raus. Klicken unseren Seil an. Jetzt haben wir hier, mittlerweile ist das, müssen wir jetzt das Tau erstmal die Länge ziehen. So, das machen wir jetzt mit der Iteration hier. Der steht jetzt gerade auf 7. So, so, okay. Jetzt klicken wir uns mal durch hier. Perfekt. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ja. So, jetzt können wir uns noch mal unseren Bezier-Curve mal wählen. So, und schauen uns mal nochmal an, ob wir noch was machen können. Okay, schieben wir den ein bisschen rüber. Ja, genau. Und den ein bisschen weiter rüber. So, drehen das mal so ganz leicht, rotieren. Ja, okay. Oder machen wir es so und ziehen das einfach runter. Noch mehr. So. Ja, perfekt. So, unser Tau ist soweit fertig. Das reicht. Geben wir noch eine kleine Farbe dazu. New Material. Tau. Ja, oder Seil. Ja, dann geben wir mal so einen dunkelgelb-rotton, ne? Ein bisschen dunkler ziehen. So. So ungefähr. Okay. Ja, den Spekulär, den können wir runtersetzen. Rawness hoch. Ist ja kein Hochglanzobjekt. Genau. So, und schauen uns das mal an. Auf Cycles. Ja. So, damit bin ich zufrieden. Ja, super. Okay. So, fertig ist unser Tau, unser Boot ist angebunden. Genau. Schauen wir uns das mal nochmal in Kameransicht. Blenden wir uns alles mal wieder ein. In unserem Berg. Und Ocean. So, okay, super. Ja, okay. So, als nächstes möchte ich mal für unseren Berg so eine leichte, eine Nebellandschaft reinbringen, ja, so für unsere Atmosphäre. Da gehen wir nochmal hier auf Landschaft oder klappen das ein. Hier ist unsere Atmosphäre, Kollektion. Dann machen wir erstmal Auge auf und Render, so. Klicken uns mal, dann machen wir es mal so, hier, wo unser UV-Editor ist, da öffnen wir uns mal unser 3D-View-Port. So, okay. Skalieren das mal. So, ein bisschen größer. Und hier ein bisschen hoch. Okay, super. So, jetzt wollen wir, wie gesagt, über unsere Berglandschaft einen Nebel, den Nebel mal ein bisschen durchziehen. So, dann klicken wir einfach mit Shift-Taste gedrückt, rechte Maustaste, so ungefähr in der Mitte, damit unser 3D-Cursor hier landet. So, wichtig ist, wir sind jetzt in der Atmosphäre-Kollektion, ja, und jetzt klicken wir einmal Shift-A, holen uns ein Cube, erstellen ein Cube. So. So, und den vergrößern wir gleich sofort. So. Ja, so ungefähr. Noch ein Stück größer. Ja. Schieben das mal ein bisschen hier rüber. So, mit S skalieren, Shift Z. Ja, Shift Z, dass wir nur auf X und Y skalieren werden. Vergrößern mal unseren Cube. Okay, super. So, jetzt wollen wir diesen Cube, ja, wir können ja nicht mehr hindurchsehen, damit wir einige Objekte
weil es ja ein Nebel wird, möchte ich aber sehen, wo genau der Nebel ist. Ja? Wir können jetzt keinen Berg sehen, gar nichts. Und um das Problem zu verhindern, gehen wir jetzt hier auf diesen Properties, Object Properties, ja. Und dann gehen wir hier runter, Viewport Display, können wir unseren Cube hier, der ist jetzt gerade Display als, ja, auf texturiert eingestellt. Und den werden wir jetzt mal auf Wire einstellen. Super. So, jetzt sehen wir unseren Berg wieder hier, ja. So, und dem wollen wir jetzt mal ein Material geben, einen Nebel Material. Dann gehen wir auf New. So. Diesen Principle BSDF löschen wir und holen jetzt uns ein Shift-A, ein Shader, Principle Volume. So, das ist unser Principle Volume. Und dieser Volume, der steht auch hier schon hier drauf, Volume, den ziehen wir auch in Volume rein. So. Als nächstes müssen wir jetzt, damit wir eine schöne Voransicht bekommen, gehen wir auf Cycles. So, ihr seht, was passiert. Hier steht unser Haus und hier ist unser Cube. So, und da ist unser Berg und den können wir gar nicht mehr sehen, weil hier haben wir eine Density, eine Dichte von 1. Der ist jetzt sehr stark. Um die Sache jetzt ein bisschen durchsichtiger zu machen, stellen wir den mal erst, na, machen wir mal 0,100. Okay. So, ihr seht da oben schon einen leichten Schimmer. Dann gehen wir nochmal auf 0,5. Ah, okay. So, jetzt ziehen wir den Cube, den Nebelcube, ein bisschen nach hinten, bis für die ersten Ansicht. Ja, jetzt haben wir unseren Berg. So, ein bisschen hier zurück. So. Sonst vergrößern wir den nochmal, skalieren, Shift-Z. Bisschen vergrößern. Okay. Schieben das nochmal nach hinten. So. Ah, oder etwas vergrößern in Z-Richtung. So. Gut. Jetzt seht ihr, dass das eine starke Dichte ist. Um jetzt auch da unseren Nebel so leicht durchsickern zu lassen, so eine Art, so eine Wolkenform hat, müssen wir jetzt unser Principal Volume nun Textur noch reinbringen. Das hat ja nur eine Dichte und die wollen wir jetzt ein bisschen aufteilen mit einer Textur Noise. Schieben wir mal hier rüber. Shift A, Converter, Color Ramp. Und den Color hier rein. So, jetzt schieben wir mal hier ein bisschen die Skala ein bisschen runter. So. Genau. Jetzt seht ihr langsam die Unterschiede. Dunkel, hell. So, da ist jetzt diese Noise-Textur hier drauf. So, und den skalieren wir nochmal auf 15 Beispiel. Ah, sieht schon eine Sache näher aus. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter zurück. So, okay. Holen uns die Dichte noch etwas weniger, 0,01. Ah, jetzt sehen wir unseren Berg wieder. Ja, das ist schon mal gut. 0,02 vielleicht. So, das sieht ja schon mal gut aus. Jetzt haben wir so einen schönen Nebeleffekt. So mit den Wolken sozusagen. Ich guck mal, ob wir das. Na, so. So, okay. Jetzt haben wir einen schönen Nebeleffekt. Und jetzt, um es die Sache etwas schöner wirken zu lassen, gehen wir mal auf unseren Light. Wir haben hier eine Sonne hier noch. Und die Sonne steht gerade hier. Da ist unsere Sonne. So. Dann schieben wir den mal hier rein. In unseren Nebel hier. So. Ne? Und wollen mal die Sonne etwas stärker geben. Der ist gerade bei. Okay, der ist gerade auf Point. Da stellen wir jetzt auf Sun. So, jetzt sehen wir, es ist zu hell. So, jetzt gehen wir hier mal runter auf 5. So. Dann mal auf 10. Okay.
geben wir noch so eine kalte Farbe, so Richtung Blau. So, die Richtung der Sonne, wie erscheint, seht ihr gerade in diese Richtung. So, ich möchte das gerne mal, dass es in diese Richtung scheint, also zum Haus. So, dann gehen wir mal einmal hier rauf, rotieren das mal. So, gleichzeitig seht ihr auch den Schatten hier. So, rotieren das nochmal auf der Z-Achse. Wir müssen gucken, ob das passt. Ah, so vielleicht. So, dass es in diese Richtung scheint. Okay, super. Jetzt müssen wir den noch ein bisschen verstärken. Ja. Oder doch ein bisschen mehr. Versuchen wir mal 100.000. Ah, okay. Jetzt kommt der Schein doch etwas durch. Versuchen wir mal die gelbe Farbe. Aha, okay. So. Okay. So, jetzt haben wir noch einen leichten Scheineffekt in unserem Nebel. Aber ich möchte, dass unser Nebel noch ein bisschen weiter hinten kommt. Ja, damit ich ein bisschen mehr von unserem Berg habe. So. Unser Nebel ein bisschen weiter nach hinten. So. So. Da sieht das schon mal sehr schön aus. Ja. Okay. Jetzt haben wir einen schönen Nebeleffekt. Ja. Den können wir auch weiter hochbringen. Skalieren den mal auf Z-Achse. So. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Super, okay. Und ich möchte gerne, das Wasser ist ja auch sehr, sehr kalt, dann dupliziere ich mir jetzt einfach diesen Cube, schiebe den mal hier nach vorne, so, skaliere den und ziehe das mal aufs Meer oder auf unseren See, so ganz, ganz flach. So ungefähr, damit wir unsere Schicht hier haben. Okay, skalieren wir ein bisschen wieder hoch. So, gut. Und wenn ich, den haben wir jetzt dupliziert, aber ich möchte hier was anderes machen mit diesem Nebeleffekt. Dazu muss ich erstmal, ich nenne das mal Nebel, also Mist. So. Bevor ich jetzt hier was ändere, der ist ja auch mit dem Großen gekoppelt. Es ist dasselbe Material, ja. Müssen wir jetzt erstmal hier auf die 2 klicken, damit wir den auch dem Material duplizieren. Damit wir jetzt nur noch den einstellen können. So, das ist Müs 2. Da schreibe ich mal C. Das ist Müs C. So, da gehen wir mal auf 0,005. Okay, das ist immer noch zu wenig. 0,001. So, okay, das sieht schon mal besser aus. So, da haben wir jetzt einen ganz leichten Schimmer auch nochmal auf dem See. So. Das sieht ja gut aus, okay. Ich überlege vielleicht nochmal den etwas zu verstärken. So. Machen wir 0,3. So. Genau. Jetzt haben wir schön leichten Nebeleffekt nochmal auf unseren kalten See drauf. Ja, perfekt. So, und dann schauen wir uns nochmal in Render Engine nochmal an. Wir gehen einmal auf Base View, einmal Render Image und schauen uns mal an, was wir daraus gemacht haben. Okay. So, wir öffnen mal kurz nochmal unseren Snow Effekt. Render. Okay. Und nochmal. Ich schaue nochmal.
Machen wir mal 256 Sample, damit wir ein vernünftiges Bild sehen können. Sicherheitshalber einmal speichern. Render Image. Ja, das sieht ja eigentlich nicht schlecht aus, finde ich. Gut, soweit so gut. Jetzt haben wir unser Boot soweit angebunden. Unser Boot erstellt, unser Zaun. Ein Nebeleffekt nochmal reingebracht. Ja, soweit so gut. Im nächsten Tutorial werden wir uns langsam auf unseren See nochmal zugreifen. Da wollen wir eine Struktur reinbringen, so eine Art Wellenform. Ja. Und dann auch unseren Insel mit unseren Assets jetzt langsam bestücken, mit unseren Steinen. Und das werden wir in Geometry Nodes starten. Da mache ich vorher einen Grundkurs mit Geometry Nodes vor dem Tutorial, damit wir überhaupt wissen, wofür das überhaupt da ist und wie wir es nutzen können. Ja? Alles klar, ich bedanke mich fürs Anschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!